Hey, was geht? Wer den Titel richtig gelesen hat, hat gelesen, dass ich mit Fashion-YouTube aufhöre. Und ich möchte in diesem Video ein bisschen erklären, warum. Und ganz wichtig, ich höre mit Fashion-YouTube auf, nicht mit YouTube. Ich will einfach auf YouTube dann andere Sachen machen. Und ich werde euch in diesem Video die Gründe eben erklären, wieso ich eben mit Fashion-YouTube aufhören will. Also Mode ist wirklich eine große Leidenschaft von mir und es macht mir einfach Spaß, mit Outfits rumzurühren, mich mit Outfits auszudrücken. Und einfach so diese ganze Modewelt finde ich irgendwie super interessant. Aber ich habe einfach in letzter Zeit gemerkt, dass mir die Mode-YouTube-Videos irgendwie einfach nicht mehr so viel Spaß machen. Es geht immer nur darum, ja, das habe ich mir gekauft, das habe ich mir gekauft. Das hier könnt ihr euch kaufen. Irgendwie ist es alles immer nur Konsum. Und irgendwie war ich einfach nicht mehr zufrieden mit dem Stil meiner Videos. Man hat es ja auch ein bisschen gemerkt, dass dann ich angefangen habe, auch ein bisschen andere Videos zu machen. Zum Beispiel habe ich ein iPhone-Video gemacht. Eben das Video über mein Auto habe ich gemacht. Und das waren halt so Videos, die mir irgendwie mehr Spaß gemacht haben. Weil ich so eben auch mehr Möglichkeiten hatte, meine Passion für eben Videografie so ein bisschen auszuleben, mich auch dann eben in Final Cut, also in meinem Schnittprogramm, ein bisschen mehr auszuprobieren und einfach so irgendwie versuchen, für euch coolere Videos zu kreieren, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, eben mit Fashion YouTube ganz aufzuhören. Es gibt einfach viele Leute, die eben viel mehr Ahnung von Mode haben als ich, viel tiefer gehendere Videos eben zum Thema Mode machen als ich und einfach das Ding besser machen als ich, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch irgendwie, mein Style ist jetzt nicht so unique, dass das irgendwie der ist von einem Fashion-YouTuber, zu dem ja irgendwie andere Leute, ich sag mal, aufschauen. Also ich habe mir selber immer so im Kopf das Gefühl gegeben, als Mode-YouTuber muss ich eben auch quasi mit meinem Style vorangehen, für andere Leute sozusagen ein Vorbild sein und eben einfach dann nicht irgendwie nur einer von vielen zu sein, irgendwie zu dieser großen Fashion-Masse zu gehören quasi. Und ich habe irgendwie das auch nicht wirklich hinbekommen. Klar, ich habe einen Stil gefunden, der jetzt absolut nicht mehr Mainstream ist, würde ich jetzt selber von mir behaupten. Klar, einige Sachen sind immer noch Mainstream, aber ich bewege mich immer mehr raus da. Und ich werde es auch weiterhin machen, aber eben nicht mehr so aktiv auf YouTube. Auf Instagram will ich weiterhin Outfitsbilder posten und auch irgendwie in meiner Story immer noch mal etwas Modebezogenes posten. Nur eben auf YouTube will ich eben meinen Weg anders ebnen, ein bisschen mehr quasi mich selber auch in den Vordergrund stellen und euch ein bisschen mehr mit meinem persönlichen Zeug voll nerven, irgendwie ein bisschen mehr einfach so quasi Lifestyle-Sachen machen, ein bisschen auch Selbstexperimente und so und einfach Zeug, wo ich mich quasi mehr ausprobieren kann. Es werden vermutlich Videos kommen, die dann auch immer mal inhaltlich verschieden sind, immer ein bisschen anders sind, weil ich mich jetzt nicht genau auf ein Topic festlegen will, was ich dann jetzt eben auf YouTube durchziehe, sondern einfach so ein bisschen gucken, wo es mich hinführt, ein bisschen so, was mir Spaß macht, einfach machen. Ich habe kommende Videos schon geplant, ich habe ein, zwei Ideen, so viele Ideen sind es jetzt nicht, aber dafür sind es, denke ich, recht coole Ideen. Es ist nur das Problem, dass sie eben recht zeitintensiv sind und ich daher nicht genau abschätzen kann, wann eben das nächste Video kommen wird. Aber so soll es jetzt eben erstmal kommen. Also es wird auch nicht so sein, dass auf YouTube überhaupt gar nichts mehr zum Thema Mode kommt. Es wird immer noch so eine kleine Rolle im Hintergrund spielen und vielleicht wird auch mal das ein oder andere Video, was rein modebezogen ist, kommen. Ich möchte nur diesen Titel des Fashion-YouTubers so ein bisschen loswerden, weil ich mich in der Rolle nicht mehr ganz so wohlfühle. Das heißt, nicht mehr ganz so wohlfühle, weil ich einfach nicht mehr so das Gefühl habe, dass das so meine Position ist quasi, weil ich mich einfach in meinem eigenen Style nicht wohl genug fühle, um mich als Fashion-YouTuber zu bezeichnen oder sowas. Und wie gesagt, wir machen eben diese, ich nenne es mal dynamischen Videos, deutlich, deutlich mehr Spaß irgendwie. Und klar, man kann auch im Modebereich dynamische Videos machen, wie zum Beispiel meine zwei Videos, wo ich eben einmal ein ganz eigenes kleines Stück gemacht habe und einmal eben ein kleines Stück gecustomized habe. Der Stil hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich würde einfach insgesamt ein bisschen weg von diesem Fashion-Thema, ein bisschen mehr mich einfach frei ausleben. Und ja, von daher wird das jetzt vermutlich so ein bisschen der Plan für eben die nächsten Videos, dass ich einfach ein bisschen mehr mein eigenes Ding finde, immer ein bisschen mehr. So versuche immer mehr irgendwie cinematischere Sachen mit einzubauen und so, weil das irgendwie das ist, was mir am meisten Spaß macht, weil das so quasi meine Passion ist. Eben, warum ich dann auch YouTube mache so. Und ich war wirklich schon fast am Überlegen, ganz mit YouTube aufzuhören, weil ich einfach keine Idee mehr hatte, aber mir macht eben YouTube zu viel Spaß, als dass ich dann irgendwie aufgeben wollen würde. Von daher wird es aber vermutlich dazu sein, dass eben seltener Videos kommen. Ich weiß, jetzt kam immer schon nur so alle zwei, drei Wochen mal ein Video. Jetzt wird es vermutlich ungefähr so bleiben, vielleicht auch mal irgendwie eine größere Pause, dann auch mal wieder irgendwie einmal zwei Wochen hintereinander ein Video. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich eben jetzt in jedes Video richtig viel Arbeit reinstecken will, mich mit jedem Video einfach steigern möchte. Und so möchte ich mir jetzt eben quasi meinen Weg im neuen Jahr auf YouTube quasi ebnen. So, dann vielen Dank an die ganzen Fashion-Zuschauer, die jetzt vielleicht nach diesem Video dann sagen, okay, wenn ich dann auch mit Fashion aufhöre, dass sie dann eben meinen Kanal nicht mehr gucken. Dann trotzdem danke für den Support bis hierhin. Und an die anderen, die auch weiterhin meinen Weg dann eben auf YouTube verfolgen wollen.
Vielen Dank dafür erstmal und dann sehen wir uns vermutlich bei den nächsten Videos. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ihr könnt mir dann auch immer gerne in den Kommentaren oder auch sehr gerne auf Instagram per DM eben Feedback dalassen. Ihr könnt mir auch sehr gerne Videoideen schicken. Egal wie extravagant, ich versuche sie dann irgendwie umzusetzen, wenn es nicht total unmöglich ist. Und ja, ich freue mich dann irgendwie auf jede Art von Resonanz auf meine Videos, auch sehr gerne zur Resonanz zu diesem Video. Wenn ihr mir irgendwie noch eure Meinung dazu schreiben wollt, dass ich jetzt mit Fashion YouTube aufhöre, macht das gerne in den Kommentaren. Dann feel free. Es könnte auch gut sein, dass in den nächsten Wochen immerzu nochmal auf Instagram so ein paar Updates kommen werden, wie es jetzt mit nächsten Videos aussieht, wie es mit kommenden Videos aussieht, was ich dann eben so plane. Und es könnte auch gut sein, weil ich eben größere Videos plane, dass auf Instagram mehr kommt, was ich für ein Video noch brauche. Und dann, wenn ihr mir da irgendwie weiterhelfen könnt, wäre ich euch sehr dankbar. Also checkt auch nochmal meinen Instagram-Account ab. Ich plane auch, nach über einem halben Jahr mal wieder ein Instagram-Bild hochzuladen. Das ist dann eben noch mit Modebezug. Das wird auch weiterhin so bleiben, dass ich modische Fashion-Instagram-Bilder eben hochlade. Wo ihr dann nochmal meine Outfits sehen könnt und so. Und also ich verschwinde nicht ganz aus der Fashion-Bubble, aber auf YouTube will ich mich ein bisschen zurückziehen. Ich werde auch in der Infobox noch ein paar andere Fashion-YouTuber, die meiner Meinung nach sehr coolen Content machen, verlinken, dass ihr dann eben einfach auf deren Kanal vorbeischauen könnt. Ihr werdet die meisten wahrscheinlich kennen, aber einfach so als Entschuldigung dafür, dass ich jetzt mit Fashion-YouTube aufhöre. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Das war's von mir. Bis dahin. Ciao.